Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo! Wir haben jetzt das dritte Video. Rainer Maria Sixt ist bei mir im Institut zu Besuch. Und Rainer Maria hat seine Praxis in München und arbeitet dort als Coach. Und ich habe meinen Sitz, wie ja viele wissen, in Weilimschönbuch im Großraum Stuttgart, das Maren Fromm Institut. Ich freue mich riesig, Rainer, dass wir diese Aufklärungsreihe zum Thema Narzissmus und seine verschiedensten Unterthemen gerade gemeinsam machen. Und es alles so, ja, eigentlich ganz kurze Videos sind. Also immer so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Ich glaube, wir bringen es ganz gut auf den Punkt, um die Menschen zum einen nicht zu überfordern und doch den, ja, wichtigsten Input erstmal mitzugeben. Mhm. Und ein Podcast dauert bei mir normalerweise immer länger, aber diese Videos, das macht jetzt auch richtig Freude, einfach mal ein bisschen ja, auf Zack und fokussiert und prägnant einzelne Themen einzubringen. Mhm. Genau, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne da. Ja, sehr gern. Ja, jetzt in diesem Video geht es um narzisstische Vorgesetzte und Burnout. Also wir haben bereits ein Video aufgezeichnet dazu, was ein narzisstisches Elternhaus mit Kindern macht. Und ich glaube, da können wir ganz gut nochmal kurz darauf zurückgreifen, dass Kinder aus narzisstischen Elternhäusern oftmals oder meistens den Eltern nie genug sind und sie damit ein Muster erlernen, welches sie ihr Leben lang begleitet, wenn sie es nicht beginnen aufzulösen. Und ich habe mir eine kurze, ja, ein paar Stichworte dazu gemacht, auf die wir sicherlich eingehen werden, aber gebe sie mal ein bisschen bekannt, damit du weißt, was dich ungefähr erwartet in diesem Video. Was ist narzisstischer Missbrauch durch Vorgesetzte und warum führt es zum Burnout? Also wie viel Kraft kostet es dich? Wirst du deinen Vorgesetzten jemals um das Recht machen können? Wie gehst du mit dem Menschen um? Also was für Auswirkungen hat es auf dich im Umgang mit dem Menschen? Und ja, was hält dich eigentlich auch in diesem Job? Warum bleibst du, obwohl es dir schlecht geht? An wen erinnert dich dieser Mensch? Weil wenn wir uns das dann wirklich angucken, dann dürfen wir uns auch klar machen, dass es ein bekanntes Muster ist. Wie kann man rauskommen aus diesem Job und der Umgang mit Angst? Was für Ängste machen narzisstische Vorgesetzte auch von der Erniedrigung bis zum existenziellen Niedergang im Grunde genommen? Und ja, da dürfen wir jetzt gemeinsam einsteigen. Und da würde ich jetzt, weil ich jetzt sehr viel geredet habe, würde ich dich jetzt erstmal bitten, lieber Rainer, deinen Anteil, erstmal das, was du denkst, dazu zu sagen. Ja, ich freue mich drüber, dass auch die Gelegenheit und die Möglichkeit zu haben, endlich mal die Wahrheit rauszubringen in die Welt. Weil durch diese Aufklärungsarbeit, die wir machen, gehe ich davon aus, dass einfach schon mal viel passiert und die Menschen da draußen endlich mal wissen, es gibt Hilfe und fühlen sich verstanden. Ja, fangen wir mal an. Also narzisstische Vorgesetzte, auch ein echt heftiges Thema, das bis zum Tod führen kann, wenn man nicht rechtzeitig die Notbremse zieht, was ich schon erlebt habe, also bei manchen Menschen. Man kann ja sagen, narzisstischer Missbrauch oder Vorgesetzte, die narzisstischen Missbrauch ausüben, ist in erster Linie mal Machtmissbrauch. Narzisstische Vorgesetzte ob Frauen oder Männer, suchen sich die Besten von den Besten aus. Und die Besten von den Besten brauchen die deswegen, um ihre eigene Großartigkeit mit den Besten der Besten wieder zur Schau zu stellen. Also da geht es wieder darum, dass Narzissten Statussymbole haben. Mit ihren Mitarbeitern haben die Statussymbole. Und sie selber schaffen es durch sehr gute Mitarbeiter, ihren eigenen Status zu erhöhen.
Also die schaffen es nicht. Karrierechancen, ja, höhere Positionen. Mehr Geld, ja, größeres Auto, größere Villa und so weiter und so fort. Mhm. Also, auch wenn es in der Industrie ist. Also es gibt ja auch Bereiche wie der Pädagogik oder so, ja, wo es auch narzisstische Vorgesetzte gibt. Da, ja. Also als Pädagoge verdienst du nicht so viel Geld, dass du eine Villa hast, aber ist dann halt eine andere Form von Status. Oder Status in Form von Hierarchie. Ja, genau. Genau, Leiter einer Gruppe oder wie auch immer. Ja, genau. Genau. Ich fange jetzt trotzdem einmal nochmal bei der Geburt an, was, uns, was so das Besondere ist an uns Menschen. Also, oder das Außergewöhnliche zu allen anderen Lebewesen ist, dass wir, wenn wir geboren werden, in einer vollkommenen Abhängigkeit unserer Eltern sind. Mhm. Und wir tun als Kinder, als Babys alles dafür. Alles dafür, um zu überleben. Mhm. Deswegen passen wir uns unseren Eltern komplett an, damit die uns versorgen. Ja. Damit die uns zu essen geben, zu trinken geben, Bekleidung geben und uns schützen und sichern. Also das heißt, wir sind als Neugeborene, als Babys, als Kinder in einer vollkommenen Abhängigkeit unserer Eltern. So, wenn wir jetzt also Eltern haben, die traumatisiert sind, die ihre Traumata aus den Generationen immer wieder mitnehmen, dann übertragen die ihre Traumata durch eine missbräuchliche Verhaltensweise auf uns Babys bereits, und zwar schon von der ersten Sekunde der Geburt. Weil die nie gelernt haben, sich selbst zu lieben, weil ihnen das ja die Generationen vorher nicht gezeigt haben, können die ihre eigenen Kinder nicht lieben. Und dadurch müssen die Kinder durch andere Art und Weise alles dafür tun, um gesehen und geliebt zu werden, damit sie versorgt werden und um zu überleben. So, dann hat man, sucht man sich später, wenn man narzisstische Eltern hatte, auch wieder narzisstische Vorgesetzte, weil das uns das Gefühl gibt von daheim, das kennen wir, wir bleiben in der Abhängigkeit oder sind nur in der Abhängigkeit und wir begeben uns in die nächste Abhängigkeit, aus der Abhängigkeit der Eltern raus, in die Abhängigkeit zum Vorgesetzten. Mhm. Und in der Abhängigkeit ist man drin, ja, der gibt uns Geld, der versorgt uns, wir müssen also alles dafür tun, um uns den anzupassen, um Geld zu verdienen und um in der Sicherheit zu sein. Ja, und es spielt ja auch aus meiner Sicht da noch mit hinein, dass unsere Gesellschaft ja auch so geprägt ist, größer, schneller, weiter, besser. Das heißt, die Abgrenzung ist ja enorm schwierig. Und wenn ich dann als einer der Besten oder die Beste in ein Team mitkomme oder zu einem Vorgesetzten mitkomme, und da unter Druck gerate, kann es mir ja leicht passieren, dass ich in existenzielle Ängste komme, wenn die ersten Erniedrigungen kommen, weil ich irgendwas nicht so geschafft habe, wie mein Vorgesetzter das gewollt hat und mir mit Jobkündigung oder Ähnlichem gedroht wird. Mhm. Also dann komme ich ja auch wieder in dieses Muster, es noch wieder besser machen zu wollen und noch wieder besser machen zu wollen, auch aus existenzieller Not heraus, um ja mich zu versorgen oder auch Familie zu versorgen, falls es dann mittlerweile schon Familie gibt. Ja, richtig. Genau. Also das ist das, dass man dann, wenn man narzisstische Vorgesetzte sucht, auch wieder stark von der Angst bestimmt wird, also finanzielle Ängste, existenzielle Ängste. Dessen ist man sich häufig gar nicht bewusst, eben auch, wo Burnout herkommt. Also um Leistung zu bringen, um geliebt und gesehen zu werden. Mhm. Und in Wirklichkeit reinszeniert man bzw. wiederholt man das, was man von Mama und Papa kennt. Ich muss Leistung bringen, um gesehen und geliebt zu werden. Ich muss funktionieren. Und man passt sich halt dann an den Vorgesetzten an, so wie man das mit Mama und Papa gemacht hat. Ja. Und nachdem wir wissen, dass für Narzissten die Leistung, die man bringt, nie gut genug ist, also die Dosis, die man an Leistung bringt oder die man denen gibt, an Emotionen, die ist nie ausreichend, das ist nie gut genug. Mhm. Und die treiben einen zur totalen Höchstleistung an, immer weiter und immer weiter und immer mehr, bis zum Burnout kommt. Oder was die auch machen ist, so Unternehmen mit so narzisstisch Vorgesetzten funktionieren wie so eine Rockergang. Also da, die ergänzen sich gegenseitig, da gibt es Regeln und sobald du das Lied von deinen Chef nicht mehr mitsingst, wirst du geköpft.
Ja, oder welche Erfahrung ich auch gemacht habe, ist, also das ist, denke ich mal, in eher industriellen Unternehmen, was du gerade erzählst, oder in der freien Marktwirtschaft oder so. Was ich auch erlebt habe, war, wenn meine Kompetenz, dadurch, dass ich mich immer fort- und weitergebildet habe, möglicherweise die fachliche Kompetenz von jemand anderes oder meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten höher wurde. Also ich habe da nie Wert drauf gelegt, besser zu sein als meine Vorgesetzten oder so. Ich habe das immer für mich getan. Aber wenn Vorgesetzte von mir sich bedroht gefühlt haben durch mein Wissen, durch meine Kompetenz, gab es Situationen, wo das erniedrigt wurde, ja, also oder verboten wurde, weiterzugeben. Also es durfte kein Wissen durch mich an andere Mitarbeiter weitergegeben wurden, welches nicht erst über meine Vorgesetzten lief. So, und ich habe das viele Jahre gar nicht verstanden. Also habe dann gedacht, hä? Also bei mir dann auch andere Dinge suggeriert wurden, als ich jemals angedacht habe. Und für mich, ich habe das erst, nachdem ich dann dort gekündigt habe, festgestellt, was das für eine enorme Anstrengung war für mich. Und damit würde ich, Rainer, sehr, sehr gerne auf den Bereich gehen, warum bleiben wir in solchen Firmen? Was macht es eigentlich aus und warum lösen wir uns nicht schon früher? So, und würde da gerne so von mir drauf eingehen, dass meine Jobs, die ich hatte, also ganz früher, bevor meine Tochter geboren ist, war es für mich alles super selbstverständlich. Also das war das, was ich gelernt habe. Es war ein familiäres, aber auch ein gesellschaftliches Muster, so der Loyalität Arbeitgeber gegenüber. Und also ich kannte auch so die Aussage oder habe es auch in familiär erlebt, dass man lange bei Arbeitgebern bleibt. Man wechselt nicht einfach so. Das ist so ähnlich wie bei mir auch in Beziehungen. Man trennt sich nicht einfach so. Und später war es dann bei mir so ein Sicherheitsfaktor, weil ich dann alleinerziehend wurde und mich in Jobs aufgehalten habe, so in der Hoffnung, es verändert sich was, und auf der anderen Seite auch, es ist die Existenz für meine Tochter und mich, ja, also weil ich da dann auch für mich passende Arbeitszeiten zum Beispiel hatte. So. Was gibt es noch für Gründe, weshalb Menschen in solchen Jobs bleiben und dieses Drama mitmachen? Erkennen sie es nicht rechtzeitig? Ja, es wird nicht erkannt. Also der eigene Anteil wird nicht gesehen. Das ist ja das Schlimme, dass man das erstmal realisieren muss, was ist eigentlich mein Anteil daran? Also dieses Wissen, das da nicht vorhanden ist, und auch, sagen wir mal, der Schmerz, der damit verbunden ist. Warum habe ich mir denn so ein Unternehmen ausgesucht oder so einen Vorgesetzten? Warum komme ich da nicht weg davon? Also diese AB-Verknüpfung, ah ja, das kommt von Mama und Papa. Weil dann müsste man nämlich nur weiterschauen, was war denn mit Mama und Papa? Also das ist das Schwierige, das in da drin hält. Und dann eben auch solche Glaubenssätze, du musst treu sein. Selbst wenn du noch so missbraucht wirst, bleib deinem Unternehmen treu. Du darfst nicht überwechseln, also bleib mal dabei, du musst durchhalten. Also dass man dann auch den größten Missbrauch und die größte Scheiße durchhält. So Opfer von Narzissten, die halten viel aus, bis nicht mehr geht. Und so wichtig ist vielleicht das, was du gesagt hast, ist, und ich am Anfang gesagt habe, die Narzissten suchen sich die Besten von den Besten. Und wenn die Besten von den Besten immer noch besser werden, weil die Narzissten die zu Höchstleistungen treiben, dann werden die den Narzissten plötzlich zu groß und zu stark. Ja. Und dadurch kriegen die nicht mehr genügend, die werden ja so stark. Und Stärke von Opfern von Narzissten ist das Schlimmste, was denen passieren kann. Die wollen, dass die Angst haben. Ja. Die wollen die klein halten. Jetzt wirst du immer stärker und immer stärker. Das ist ja dieser Teufelskreis, getrieben von den Narzissten. Und dann fühlen die plötzlich, dass der Mitarbeiter immer stärker wird, und das halten die nicht aus. Diese Stärke halten die nicht aus. Und dann machen die alles dafür,
dass dich entweder wieder klein machen, oder sagen wir mal, die haben dich so stark gemacht und du die, durch diese Stärke ihren Status also mitgeholfen hast, immer größer zu werden, wenn du plötzlich nicht mehr kannst. Also denen genügend narzisstische Zufuhr zu geben, durch das, dass du immer mehr Leistung bringst und die vielleicht immer mehr Geld verdienen oder wie auch immer, und du das nicht mehr geben kannst, weil du plötzlich zusammenbrichst, dann wirst du abgesägt, umgeköpft. Und das sind Narzissten ganz brutal. Weißt also du wirst du von heute auf morgen rausgeschmissen. Oder du wirst ersetzt. Das beste Mittel, was die gerne machen, ist, ja, du kannst nicht mehr, du funktionierst nicht mehr, also du kannst jetzt nicht mehr die Leitung übernehmen. Also jetzt wirst abgesägt und kriegst halt irgendeinen anderen Posten oder eine andere Position. Oder noch schlimmer, was die auch machen, die gehen auch mit ihren Mitarbeitern oder mit Mitarbeiterinnen, fangen die auch an, freundschaftliche Beziehungen, wie in so einer Rocker-Gang, zu bieten. Und die nutzen diese Freundschaft, diese vorgespielte aus, um wiederum die Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu bringen. Wenn sie diese Höchstleistung nicht mehr bringen, weil es nie gut genug sein kann, weil sie nie gut, viel genug bieten und die das nicht mehr bringen können, dann werden die von heute auf morgen abgesägt. Also ich habe Fälle erlebt in den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, da hat man manche Menschen so fallen lassen, dass die daran dann innerhalb kürzester Zeit an Depressionen gestorben sind. Ja. Und man denkt, also, ja, was ist denn los mit dem? Also das kann also auch dazu führen. Was mir gerade, deswegen entschuldige, wenn ich jetzt ein paar Mal, also es muss im Video jetzt schon auch für euch ein bisschen komisch ausgesehen haben, weil ich ein paar Mal angesetzt habe, weil mir ist eine Frage dazu gekommen zum Thema Burnout. Ist es da, also wenn man sich das Thema Burnout dann anguckt, ist es da dann nicht sogar schwierig, dass Burnout immer mehr in aller Munde ist und eher als eine gesellschaftliche Erkrankung angesehen wird? Ich möchte Burnout damit bitte nicht falsch verstehen, überhaupt nicht klein machen, aber dadurch, dass es gesellschaftlich medizinisch mittlerweile eine anerkannte Krankheit ist und wenn jemand nicht mehr kann und sagt, er ist wegen Burnout zu Hause, ist das mittlerweile eine tolerierte Krankheit und Entschuldigung dafür, dass jemand nicht mehr arbeiten kann. Also vielleicht nicht in manchen Betrieben und beim Narzissten auch nicht, aber in der Allgemeinheit und in unserer Gesellschaft wird sich Depression und Burnout immer näher angeguckt. Ist es dadurch vielleicht sogar schwieriger, sich die Beziehung in meinem Job anzugucken und das Zwischenmenschliche anzugucken, weil es so gesellschaftlich anerkannt ist? Oder und ich schiebe es dann halt auf das viele, was ich zu tun habe und muss halt lernen, mich abzugrenzen in meinem Arbeiten vielleicht, dass sowas durch Therapeuten unterstützt wird. Oder, also weil die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht. Oder glaubst du, dass dennoch der Burnout dazu führt, dass ich mir auch Beziehungen in meiner Arbeit angucke? Ja, unbedingt. Also was man als Burnout bezeichnet, dahinter heißt ja, du bist ausgebrannt. Also mal verstehen, warum ist man denn ausgebrannt, wo kommt das her? Warum kann ich nicht für mich genügend sorgen, um auszubrennen? Wo kommt das her? Und dann die Frage, die du gestellt hast, also, und wie komme ich denn da raus? Wie komme ich denn da endlich weg? Wie erkenne ich denn, dass ich Machtmissbrauch mitmache? Also was ist mein Anteil? Das ist ja so schwer, da hinzuschauen. Man sieht den Missbrauch schon, also von den Tätern, aber man sieht seinen eigenen Anteil nicht, das ist ja so schwer. Warum lasse ich denn das mit mir machen? Und das ist das Schwierige, warum man eben da so nicht so ohne weiteres rauskommt. Denn das eine ist ja, erstmal selbstreflektiert zu sein und sich die ganze Scheiße, sag ich mal, anzuschauen, die man bisher erlebt hat in seinem Leben, warum es einen zu so narzisstischen Personen hinzieht, in narzisstische Beziehungen, egal in welcher Form. Und dann eben beginnen, weil es nicht mehr geht,
dann eben diesen Burnout, die Depressionen, die damit verbunden sind und so weiter, das dann eben nutzen. Und das sage ich immer, für mich ist Depression keine Krankheit, ja, sondern ist eine gesunde Reaktion auf tiefe seelische Verletzungen. Mhm. Und das dann zu nehmen, diesen Schmerz in Burnout und in Depressionen, diesen Schmerz zu nehmen, um endlich hinzuschauen. Mhm. Und diese Wunden, die man in der Kindheit bereits erlebt hat meistens, endlich anzuschauen und gut versorgen zu können. Und dann diesen Missbrauch endlich erkennen zu können, weil wir erkennen es nämlich meistens gar nicht, als Missbrauch, diesen Machtmissbrauch der Vorgesetzten, um dann seine Wunden gut zu versorgen und rauszugehen und dann endlich lernen, gut für sich zu sorgen und sich gleichzeitig aber von den narzisstischen Personen gut abgrenzen zu können. Okay, das heißt im Grunde genommen, wenn wir es nochmal kurz so zusammenfassen, dass narzisstische Vorgesetzte ein Muster meiner Kindheit in der Regel wiedergeben, sei es durch das Aufwachsen im Elternhaus oder andere mich erziehende und prägende Personen, indem ich gelernt habe, immer größer, weiter, schneller, besser sein zu müssen und versuche auch in meinem Job es allen recht zu machen und aber nie das Ziel zu erreichen. Dies führt dazu, dass es mich krank macht. Das ist das eine. Ich löse mich nicht raus aufgrund von existenzieller Angst, weil ich meine Muster noch nicht erkannt habe, mir vielleicht noch nicht angeschaut habe, was führt mich eigentlich dazu. Mhm. Und dadurch gerate ich immer wieder in so einen Kreislauf rein, der dann möglicherweise schlussendlich zu einem Burnout, Depression führen kann. Und dann, wenn ich im Burnout, in der Depression bin, ist es hochgradig wichtig, dass du dir Hilfe nimmst, dass du dir Unterstützung und Begleitung nimmst. Zum Beispiel solche Menschen wie Rainer und mich, aber es gibt auch noch viele andere, auch auf Nachts mich nicht oder es, selbst wenn es keine narzisstische narzisstischer Missbrauch ist, es gibt ja auch andere Formen von toxischem Missbrauch, auch in Firmen und von Überforderung. Dafür gibt es Menschen, die sich dann um dich kümmern, das ist ganz wichtig. Und dann hinzugucken, welche Muster lebe ich in der Arbeit weiter? Ist der Job zum Beispiel auch das, was ich eigentlich aus tiefstem Herzen will? Ist die Tätigkeit das, was mich glücklich macht? Oder würde ich eigentlich viel lieber was anderes machen? Genau. Ja. Und wenn man das dann erkannt hat, das ist das Schöne, also wie gesagt, wie du sagst, es gibt Hilfe, wir verstehen euch, wir wissen, welchen Schmerz ihr habt, was ihr da mitmacht. Es gibt Menschen wie Marin und mich und auch andere mittlerweile immer mehr, die ihr auch auf Nerz mich nicht auf der Seite findet, die euch raushelfen können aus dem Ganzen, um diese Muster zu erkennen und auch nachhaltig da raushelfen zu können. Und das sage ich einmal, und Therapie darf auch Spaß machen. Also das, was wir miteinander machen, das nimmt den Schrecken nämlich von dem Ganzen, weil man weiß, am Ende des Tunnels ist Licht da und es gibt Hilfe, wir können euch da helfen, da rauszukommen. Ja. Und eine wichtige Botschaft, es gibt nicht nur narzisstische Vorgesetzte, es gibt auch Vorgesetzte und Unternehmen, die das erkennen, wenn gute Mitarbeiter da sind und mit euch gemeinsam erfolgreich sein wollen und sich freuen darüber, wenn ihr besondere Fähigkeiten habt und mit euch gemeinsam das Unternehmen oder was auch immer da gemacht wird, gemeinsam eben erfolgreich sein können mit euch. Genau, also ja, im Grunde genommen fortschrittlich. Die Menschen, die sehen, wo steht der Mensch bei mir im Unternehmen, ja, und sich das dann auch genauer angucken und danach auch ihre Werte ausrichten. Ja. Genau. Ja, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video auch in Sachen Vorgesetzte und Narzissmus zum einen aufklären, aber auch Angst und Schrecken nehmen, wie es ist, sich daraus zu lösen und aufzuzeigen, dass es Wege gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Rainer, auch für diese Folge wieder. Ich danke dir, Marin, und ich danke euch auch fürs Zuhören. Und wie gesagt, wir sind da für euch, wir verstehen euch und wenn ihr Hilfe braucht, ist bei uns seid ihr gut aufgehoben.